Wie ostdeutsch fühle ich mich heute? Gute Frage. Ist es mir immer noch wichtig zu sagen, woher ich komme und dass das ja Ostdeutschland ist, selbst wenn mir das erst im Nachhinein auffällt, dass ich das gerade gesagt habe und dann denke ich so, das ist doch gar nicht wichtig. Aus irgendeinem Grund, glaube ich, macht diese Sozialisierung noch was mit mir. Einfach, weil man dauernd diesen Satz hören musste, zu Ostzeiten hätte es das nicht gegeben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich sehr ostdeutsch fühle. Wenn ich 10 Eigenschaften aufzählen müsste, wäre da Ostdeutsch nicht dabei. Keine Ahnung, durch irgendeinen Bananenwitz tatsächlich noch. Wenn es dann zu einer Diskussion kommt mit Menschen, die mich mit den Vorurteilen des Ostens konfrontieren, immer in so eine Vermittlerposition gerate, wo ich versuche zu erklären, warum Menschen, die in der DDR groß geworden sind, wie sind. Es gab einmal einen Moment mit einer Freundin. Irgendwann ist ihr aufgefallen, dass ich halt 11 sage und nicht 11. Das hat mich dann richtig so getriggert. Ich habe mich da immer wieder dabei erwischt, wie ich das immer wieder so sage. Ich würde schon sagen, dass die Aufarbeitung da schon durch die Schule auch stattgefunden hat, aber eben auch durch die Eltern, obwohl von den Eltern wahrscheinlich auch das ein einseitiger Blickwinkel ist. Ich weiß noch, dass ich mal zusammen mit meinen Eltern auf der Couch saß und die Bilder gesehen habe vom Mauerfall und merkte, wie das meinen Eltern selbst noch sehr, sehr nah gegangen ist, was mir dann wiederum sehr nah gegangen ist. War so laut beim Familienessen oder im Urlaub, überall hat man immer davon gesprochen. Viele Freunde auch von meinen Eltern, die tatsächlich geflohen sind und die ich selbst vielleicht auch kenne. Der Gedanke, dass deine Familie das auch gemacht hat, dass deine Familie auch dazugehörte und halt dann auch so in diesen Freudentaumel gefallen ist, als es dann tatsächlich passiert ist, dass die Mauer gefallen ist. Dir bedeutet die DDR nichts, du darfst es nicht vergessen, dann sage ich ja, Opa, ich spüre das, ich weiß das, ich fühle das, dass das wichtig ist, aber ich lebe halt irgendwie ein neues Leben in einer neuen Welt, wo das kein Thema mehr ist, also du musst auch versuchen, für mich Empathie zu haben. Auf der einen Seite ist es wichtig, dass die Unterschiede auch beleuchtet werden, vor allem wenn es um so Gehaltsunterschiede und so geht. Weil, auch heute Deutschland noch nicht so zusammengewachsen ist. Aber ich finde es in gleichem Maße wichtig, dass man nicht mehr die Emotionen mittransportiert. Dass hier nochmal ein anderes Prinzip ist in Ostdeutschland mit so Kindern, die dann früher zur Kita gehen und dass das eher anders ausgebaut ist. Ich war auch mit 2 in der Kita und danach immer im Kindergarten und immer ein Hortkind. Und Westdeutsche wissen nicht mal, was Hort ist. Im Hort bleibt man nach der Schule, wenn man noch nicht nach Hause gehen kann, weil die Eltern ja noch arbeiten. Das Wissen, gerade über ostdeutsche Geschichte, echt... Was? Wie DDR und wie lang? Wann ist die Mauer gefallen? Keine Ahnung. Ich will jetzt nicht sagen, nicht vorhanden ist, aber schon... löchrig war. So ein Freund von mir beispielsweise, der kommt aus Bamberg. Er hat mir mal gesagt, er findet es interessant zu sehen, wie wir hier so leben. Ist schon ärmer bei euch, aber ist schön, dass ihr trotzdem so klarkommt. So, das war so ein bisschen seine Aussage. Als 2015 dann Pegida plötzlich da war, habe ich das als ganz schlimm empfunden, was oder ja, welche Eigenschaften plötzlich meiner Heimat zugeschrieben werden. Ach, du kommst doch aus Sachsen, oder? Sind da nicht alle rechts? Oder kriegen da nicht alle schon mit 15 Kinder und heiraten mit 16? Und sind da nicht alle eher ein bisschen dümmlich? Also das ist, glaube ich, so ein altes Klischee, was halt Westdeutsche dann über Ostdeutsche haben, dass man hier eben das Geld hinterhergeschmissen bekommt und dass ja an sich ja auch alles perfekt sein muss und eigentlich alles klappen muss, weil das Geld ja fließt. Aber das, dem ist halt nicht der Fall. Ich glaube, dass es da gar nicht mal so drauf ankommt, dass man aus Ost- oder Westdeutschland kommt, wie so die Chancen dann für das Berufsleben beispielsweise aussehen, sondern viel eher die Situation, in der man aufwächst.
Ich habe mich noch nie, keinen einzigen Tag und keine Sekunde wie eine Bürgerin zweiter Klasse gefühlt. Und ich kenne das von meinen Eltern- und Großelterngenerationen, aber ich selber absolut nicht. Ich fände es toll, wenn wir als Deutsche insgesamt am gleichen Strang ziehen, ohne Extremismus, ohne Rassismus, ohne Homophobie, ohne alles. Das ist mir viel wichtiger, als jetzt irgendwie noch zu sagen, was müssen die Wessis machen und was müssen die Ossis machen. Das ist mir ein ganz starkes Bedürfnis, dass es irgendwann eine Generation nach uns gibt, für die das nicht mehr relevant ist, zu erfahren, warum man im Osten immer noch weniger verdient als im Westen, weil dann irgendwann alles gleich ist.